Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen mit wesentlich verbesserter Technik heute zum dritten, vierten, fünften, also zum zweiten YouTube-Livestream, zum dritten insgesamt und zur neunten Folge von Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Genau so ist es. Herzlich willkommen. Ja. Wir entwickeln uns immer weiter. Ja, zum Vergleich zum letzten Mal haben wir jetzt schon den Sound upgegradet, also es sollte eigentlich wesentlich besser zu verstehen sein. Die Kamera müsste jetzt flüssiger zumindest sein. Ob das Bild besser ist, müssen wir mal schauen. Aber es zumindest sollte es jetzt flüssiger laufen als beim letzten Mal. Und die Internetleitung habe ich noch abgegradet. Ja. Das ist super. Genau. Alles nur, damit wir wieder vier Filme besprechen können. Und alles als Teststream für unsere Twitcherei. Ab nächsten Donnerstag übrigens, ab 30.04. um ungefähr 20 Uhr, 20.15 sind dann der Michael und ich online auf dem Twitch-Kanal der German Comic Con. Also wenn ihr da schon mal auf Twitch seid, dann abonniert den schon mal. Denn da werden wir erstmal so eine Trailer-Show machen mit ein paar ausgewählten Filmen, die nicht in unsere Regel hier passen, aber von denen wir der Meinung sind, die solltet ihr auf jeden Fall mal gesehen haben. Und da sind ein paar ganz spannende Sachen dabei. Und am Sonntag, den 3.05., twitchen wir dann den ganzen Tag für die German Comic Con auf dem Twitch-Kanal der German Comic Con und da haben wir dann auch eine Menge Prominenz zu Gast, die wir interviewen werden. Da wird es auch einen Cosplay-Contest online geben. Mit Darth Bronca, der den mithostet. Ja, dann Lichi wird zu Gast sein. Sehr schön, ich freue mich auf Sie. Und noch irgendjemand, habe ich gerade vergessen, ihr könnt das aber alles noch auf unseren Social-Media-Kanälen nachlesen und auch bei der German Comic Con auf den Social-Media-Kanälen auf jeden Fall noch nachlesen. Und deswegen machen wir das auch hier, dass wir hier ein bisschen hier twitchen. Wir haben übrigens durch diese Live-Sendungen jetzt hier auf YouTube die sensationelle Abozahl von 100 geknackt. Ein Traum wird wahr. Ich weiß noch, als wir das bei dem Podcast... Danke euch allen. Ja, vielen Dank. Ich weiß noch, als wir das bei dem Podcast geknackt haben, 5 Jahre her oder so, ja. Das hat nicht so lange gedauert wie auf YouTube. Ja, das hat eigentlich nur ein paar Tage gedauert. Aber jetzt bei YouTube... YouTube ist ein bisschen schwieriger, glaube ich. Ja, unsere Podcasts waren ja auch immer nur... Also YouTube war ja immer nur die Abfallhalde für die Podcasts. Ja. Also das System, mit dem wir unsere Podcasts machen, wirft automatisch ein YouTube-Video raus. Okay, dann haben wir halt gedacht, irgendwo müssen wir sie hinpacken. Und jetzt gucken wir mal, ob wir diesen Kanal hier nochmal ein bisschen beleben. Ja, ob wir YouTuber werden. Ich weiß nicht, aber jetzt haben wir den ganzen Kram hier. Also ich finde das spaßig. Mir macht das Spaß. Ja? Ja. Und falls ihr da draußen das auch so spaßig findet wie ich und ihr vielleicht Wünsche, Vorschläge, Feedback habt, dann schreibt uns das doch mal bitte alles in die Kommentare. Sowohl in die Kommentare als auch für diejenigen, die jetzt gucken. Ihr seht ja alle Nummern eingeblendet und die E-Mail-Adresse eingeblendet und den Hashtag eingeblendet. Und für alle diejenigen, die das jetzt nur als Podcast hören, da werdet ihr auf jeden Fall, da werde ich am Ende die Nummer nochmal sagen. So, okay, genug der Vorrede. 4 Filme haben wir geguckt. Ja. Ja. 2 von dir und... Genau, 2 von mir, 2 von dir. Wir haben in dem Glas gezogen und das Glas war gnädig und hat, Gleichstand gemacht sozusagen. Ja. Und ich muss gestehen, den ersten Film, den wir gezogen haben... Der war von dir. Der war von mir. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Das ist nämlich der Film 4 Lions. Und ich gebe... Hat nichts mit diesem komischen Netflix-King, Tiger-King zu tun. Nein, überhaupt nichts. Es ist ein Film von 2010 in der Regie von Chris Morris. Das ist eigentlich eine Filmsatire über eine islamistische Terrorzelle in Sheffield und die 4 Islamisten sind halt völlig vertrottelt. Man könnte fast sagen, es ist ein bisschen Police Academy mit Dschihadisten. Ja, das hört sich jetzt am Anfang erstmal total witzig an und ich denke, wenn man sich so eine kleine Zusammenfassung von dem Film einmal durchliest, würde man auch denken, ach, das ist bestimmt sehr unterhaltsames, spaßiges Kino. Ja,
Das dachtest du irgendwie auch noch, glaube ich. ja. Ja, ich hatte den Film definitiv besser in Erinnerung. Also ich habe den 2010 gesehen, als der im Kino lief. Und der lief halt nur so in so Programmkinos. Das war halt so Arthouse. Ja. Ja. Und ich habe den damals gesehen, habe den Trailer gesehen. Ich glaube, wenn man sich den Trailer anguckt, glaubt man auch, dass der Film echt lustig ist. Weil der ist ein gut geschnittener Trailer. Ja. Und ich habe den, vielleicht war auch das eine andere Zeit damals, aber ich habe den im Kino durchaus als unterhaltsamer empfunden, als jetzt beim zweiten Mal gucken. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen, also vor 10 Jahren das letzte Mal gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich weiß, im Nachhinein weiß ich nicht mehr, warum ich ihn reingeworfen habe. Ja, also ich persönlich habe diesen Film natürlich das erste Mal gesehen. Das ist ja hier unser Prinzip, ne? Wir ziehen ja immer einen Film und der eine kennt ihn schon, der andere kennt ihn noch nicht. Warum sollte ich den jetzt genau gucken? Weil du ihn einfach gut fandest und diese Erinnerung noch im Kopf hattest? Genau, ich fand ihn damals sehr witzig und ich dachte, der wäre heute auch noch witzig. Ich weiß ehrlich, ich glaube, ich habe ihn aber auch damals in Englisch mit deutschen Untertiteln gesehen. Okay. Wir haben ihn auf Englisch angefangen und jetzt muss man dazu sagen, es ist ein britischer Film, der in Sheffield spielt, mit 4 arabischen Leuten, die halt entsprechend harten Akzent sprechen und zwar eigentlich echt nicht entspannt zu hören. Also ja, obwohl ich ja sonst immer der super Verfechter bin von Englisch gucken, aber es war auch schon echt spät am Abend, als wir den Film angefangen haben und dann hat Chris vorgeschlagen, kommen wir schon auf Deutsch und da hatte ich dann in dem Augenblick auch nichts dagegen. Ja. Ja, aber ich glaube, selbst wenn ich ihn auf Englisch geguckt hätte, hätte es nicht viel gebracht für mich, weil der Film einfach so ultra langweilig war. Tut mir leid, ich fand ihn einfach so langweilig und vorhersehbar, weil diese 4 Jungs, die da Dschihadisten spielen, wirklich, die spielen eher, als dass sie ernsthaft vorhaben, was zu unternehmen. Die sind so vertrottelt, dass du halt die Schritte im Vorhinein einfach schon weißt, was passiert. Und das macht es erstens nicht spannend und zweitens, es war auch einfach nicht lustig, leider. Ja, es war einfach so dummtrottelig, so, die Witze waren einfach auch so flach und die ganze Story. Benedict Cumberbatch war dabei. Wow, Benedict Cumberbatch hat mir für 10 Sekunden. Für 5 Minuten oder so. Ganz am Ende kommt er dann nochmal als Polizeiverhandler vor. Ja. Ja. Also ich finde, man muss den nicht gesehen haben, sorry. Man versteht auch im Nachhinein die Motivation der 4 überhaupt nicht gar mehr. Nichts. Also warum der Raj, also der Hauptcharakter, sich eigentlich in die Luft jagen will, wo er doch Frau und Familie hat und offensichtlich ein gut situiertes Leben und so, macht man überhaupt keinen Sinn. Ja. Ja. Dann haben sie noch einen Engländer dabei, der halt der Oberfromme ist. Okay, der ist noch in gewisser Weise sehr lustig, weil er halt so der Oberfromme ist. Ja. Und dann 2 Deppen. Und halt dann 2 Deppen. Und die sind halt, der eine davon ist halt so doof, also so richtig deppenhaft gezeichnet, dass er halt schon absolut überspitzt ist. Ja, also das ist dann auch schon nicht mehr so glaubwürdig. Und wie du sagtest, also der Hauptcharakter, man kauft es ihm einfach nicht ab, solche Extremisten. Gut, man hat jetzt, also ich jetzt persönlich habe noch nie mit solchen Menschen zu tun gehabt, so im echten Leben. Aber immer, wenn man irgendwie in den Nachrichten was über solche Menschen hört oder liest, dann hat man so ein gewisses Bild im Kopf. Und ich stelle mir halt immer vor, das sind halt Menschen, die wirklich so extrem, an keine Ahnung, was man beim Dschihad alles glaubt. Aber das muss schon sehr extrem sein und das ist so fokussiert und das kam da halt gar nicht so rüber. Also auch dieses super religiöse oder so. Ja, nee, war also halt das gar nicht. Wie gesagt, gut, soll ja eine Komödie sein, okay. Ja, klar. Aber also die Motivation von denen ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Dann fahren sie da nach Pakistan um den Ausbildungscamp. Da werden sie dann eigentlich mehr oder weniger nach 2 Wochen wieder rausgeschmissen, weil sie zu blöd sind. Ja. Kommen dann zurück nach England, wollen halt dann was in die Luft jagen. Der Engländer hat die Idee, wir jagen eine Moschee in die Luft und tun so, als wären das irgendwelche Ungläubigen gewesen. Und dann wird sich alle erheben. Und am Ende, ganz ehrlich, kann man jetzt auch spoilern, am Ende sind alle tot. Ja, logischerweise. Weil sie sich dann unabhängig da alle selber aus Versehen und so weiter, manchmal absichtlich, manchmal aus Versehen in die Luft sprengen. Ja. Und ja, also ja.
guckt euch, ehrlich gesagt, guckt den Trailer, der ist lustig, der ist gut geschnitten. Ja, mehr braucht ihr nicht schauen. Ist so ein bisschen wie bei Suicide Squad, da war der Trailer auch sehr lustig und dann hast du den Film gucken lassen und hast gesagt, nicht so ganz. Also von mir muss ich ganz ehrlich sagen, wo kann man den gucken? Auf Sky, also wenn ihr Sky habt, da in der Mediathek, da ist er drin, ist auch, glaube ich, unbegrenzt drin, also da könnt ihr den gucken. Von mir, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Bei mir auch, Daumen runter. Muss man definitiv nicht mehr geschaut haben. Da gibt es bessere britische Komödien als den. Ja. Vor allem, wir hatten den angefangen zu gucken und dann war es so spät, dass ich so müde war und haben wir gesagt, okay, das Ende gucken wir am nächsten Tag. Und das hatte ich schon dann am nächsten Tag verdrängt und dachte, verdammt, wir müssen noch zu Ende gucken. Ja. Es tut mir sehr leid, dass der so doof war. Ja, also vielleicht gefällt er ja irgendjemand, ja, könnt ihr mal reingucken. Ja. Er hat seine Momente, also er ist ja nicht komplett unlustig, aber es ist halt mehr so wie so eine Sketchparade. Und man muss halt immer 20 Minuten überstehen, bis halt mal eine halbwegs lustige Sache kommt. Ja, und die sind dann jetzt auch nicht der Brüller. Gut. Ja, also der Film war schon mal nichts und dann hatten wir noch einen Film, der von mir war. Ja. Und das war ein Film, den, ja, das ist ein Film meiner Kindheit. Den habe ich zum ersten Mal gesehen, da war ich, keine Ahnung, 6, 7 oder sowas. Und ich habe jetzt, nachdem ich ihn seit Ewigzeiten, ich habe ihn auch auf DVD, aber die DVD habe ich nie geguckt. Ich habe den halt mal gekauft, damit ich ihn halt auf DVD habe. Aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, die DVD zu gucken. Ich habe die Extras, glaube ich, geguckt, weil ich kenne ja den Film schon in- und auswendig. Ja. Und deswegen habe ich den eigentlich nicht geguckt. Und als wir ihn jetzt geguckt haben, habe ich festgestellt, ach verdammt. Das war einer dieser Filme, den habe ich zu spät aufgenommen und da fehlen mir die ersten 5 Minuten oder so. Das ging mir nämlich bei einigen Bond-Filmen und bei einigen Bud Spencer-Filmen, die ich früher mal aufgenommen habe, wenn du zu spät eingeschaltet hast. Mhm. Und dann gibt's Filme, da kenne ich wirklich die ersten 5 Minuten bis heute nicht oder bis sie dann auf DVD rauskamen. Also, worüber reden wir? Wir reden über Tron. Und zwar das Original, also der erste Teil von 1982. Ja, wie fandst du Tron? Jetzt sag nichts Falsches. Ja, ich weiß. Es ist ein interessanter Film, weil ich glaube, ja, der ist von 82 oder, nee, von 88? 82, ne? Ja. Das ist danach. Okay. Von 82 und somit kam der raus 8 Jahre, bevor ich auf die Welt kam. Und ja, ich habe ihn halt jetzt erst gesehen, zum ersten Mal. Mir war der vorher natürlich bekannt, allerdings hatte ich irgendwie nie, ja, die Motivation, mir den einfach anzuschauen, wie bei vielen Filmen, dass er einfach so ist. Ja, meine ehrliche Meinung ist, nee, war jetzt nicht so meins. Okay, ich fand den ehrlich gesagt, also der war schon ein bisschen cheesy, aber ich fand, der hat was. Der hat immer noch was. Da sage ich auch gleich was zu. Ja, also du hast da schon recht. Der hat so wirklich seinen ganz eigenen Stil. Und ich habe sowas vorher auch noch nie gesehen. Mhm. Das muss ich so sagen. Das war schon interessant. Aber das war mir so viel zu flach. Einfach vom Angucken. Jetzt von der Optik her oder von der Geschichte? Nee, von der Optik. Okay. Und das war für mich einfach wie Windows 95 Bildschirmschoner. Ja, einfach diese ganzen geometrischen Formen, die da gezeigt werden. Das war halt nicht besser machbar. Ja, natürlich, damals. Das ist völlig klar, natürlich. Aber das war mir einfach zu, ja, platt. Ja, also was soll ich sagen? Ich bin natürlich mit dem Film aufgewachsen und habe ihn halt in den 80ern auf VHS gesehen. Im Kino habe ich ihn definitiv nicht gesehen. Ich habe ihn auf VHS gesehen und oder irgendwann mal aufgenommen oder kopiert von irgendjemand. Und wie gesagt, die ersten 5 Minuten kannte ich überhaupt nicht. Ja, so, kenne ich gar nicht. Weil für mich fängt der Film immer im Prinzip an, als Flynn in der Arcade spielt. Da fängt der Film für mich an. Das alles andere kannte ich vorher gar nicht. Das ist aber auch nicht schlimm, weil es ist schon ein Kinderfilm. Also es ist ein Disney-Film und es ist am Ende des Tages ein Abenteuerfilm, der sich schon an ein jüngeres Publikum richtet, weil die Geschichte auch sehr simpel ist. Und selbst wenn man die ersten 10 Minuten nicht mitgekriegt hat, dann verstehst du den Film trotzdem. Ich habe leider jetzt vergessen, hier in meiner Kiste, wo hier mein altes Spielzeug drin ist, da ist auch eine Tron-Figur. Ja. Und zwar eine von diesen roten Wachen. Ich wollte die eigentlich jetzt noch rausholen, habe ich jetzt vergessen. Eine von diesen roten Wachen. Und ja, also worum geht's? Es geht um eine Firma, Encom heißt sie, glaube ich, genau.
Bei der arbeitet ein Programmierer, gespielt von Bruce Boxleitner, ja, ein Held meiner Jugend. Ja, also Bruce Boxleitner, das könnte auch eine Stan Lee Comicfigur sein. Ja, aber Bruce Boxleitner, hallo, Agentin mit Herz und wo war er noch? Mein Gott, jetzt stehe ich gerade auf dem Stoff. In Babylon 5 spielt er noch. Also Bruce Boxleitner war in den 80ern schon so im Bereich der Vorabendserie schon ein gesetzter Schauspieler. Mhm. Ja. Und dann hat er natürlich noch damit gespielt. Es spielt noch mit Jeff Bridges, spielt mit David Warner, den haben wir auch mal auf einer Comic-Con gesehen. Ja, das sind so die Hauptcharakter. Also worum geht's? Diese Firma MCOM hat dem Flynn, gespielt von Jeff Bridges, Computerspiele geklaut. Einfach kopiert. Mhm. Der Chef von MCOM hat die einfach kopiert, ist damit reich geworden, hat den Flynn vor die Tür gesetzt und der Flynn ärgert sich jetzt. So. Der Chef von MCOM hat ein anderes Programm auch geklaut, mehr oder weniger, das MPC, MCP, das Master Control Programm. Und dieses Master Control Programm reißt nun durchaus nicht ganz unvisionär die Macht an sich im Konzern und strebt nach Höherem. Es gab halt noch kein Internet, also versucht er sich jetzt zu vernetzen. Er ist aber schon ganz gut vernetzt. Und dem entgegen steht ein anderes Programm, Tron, das eben vom Programmierer von Bruce Boxleitner gespielt wird, programmiert wurde. Und dieses Programm soll eigentlich das MPC überwachen. Und da hat natürlich der Firmenchef was dagegen. So, das spielt jetzt in der realen Welt und dann gibt es aber einen kleinen Twist. Genau, dann wird nämlich der Flynn ja in diese Computerwelt hineingezogen. Ja. Ja. Und dort beginnt er dann so seine kleine Abenteuerreise. Ja, das heißt also, der Rest des Films spielt im Computer sozusagen. Genau. Und alle Schauspieler, die man vorher gesehen hat, spielen dann sozusagen Programme. Genau. Das ist durch einen Rotoskop-Effekt eigentlich, also sieht es, ich finde die Ästhetik, die hat was. Ja, die hat auch was. Das ist auch, gerade für die Zeit war das natürlich wieder mal so was Revolutionäres. Das heißt aber nicht, dass ich es mir trotzdem gerne angucken muss. Ja, also alles gut. Aber wenn ich es jetzt, also damals hat mich der Film fasziniert, weil du halt noch nie so viel Computergrafik am Stück ununterbrochen gesehen hast. Und zu Hause hattest du es ja nicht. Wir hatten ja nichts. Ja? Wir haben ja nichts gehabt, ja. So nicht mal Hunger haben wir gehabt, so wenig haben wir gehabt. Ja? Und also diese, was du vorher mit geometrischen Formen gemeint hast, ist Vektorgrafik. Wenn du das zu Hause auf dem Rechner gehabt hast, dann war das noch ohne. Waren die noch nicht ausgefüllt, hatten noch kein Shading, war einfach nur die Striche. Es sieht halt aus, als würde ich gerade was in Vectorworks machen. Genau, ja, richtig. Ja, und das will ich nicht im Fernsehen sehen. So, und das war halt damals faszinierend. Das heißt, ich bin mit dem Look aufgewachsen und fand den Look damals faszinierend. So, jetzt sehe ich ihn heute und sag mir natürlich auch, okay, das ist natürlich nicht mehr State of the Art, aber ich finde von der Gesamtästhetik passt das mega. Und wenn du sagst, dass die 80er wieder so in sind, dann finde ich, ist der Film, wenn du ihn jetzt guckst, hättest du ihn vor 10 Jahren geguckt, hättest wahrscheinlich gedacht, boah, ist ein Kack. Aber wenn du ihn jetzt guckst, mit dieser 80er-Ästhetik, die total in ist, finde ich, ist der Film im Moment, jetzt gerade zu gucken, gar nicht so schlecht gealtert. Ja, das ist auch richtig. Also ich würde dem Daumen, ich würde dem Film auch keinen Daumen runtergeben. Das will ich offen. Das ist einfach persönlicher Geschmack, ne? Sicherlich ist das ein guter Film, finde ich schon. Aber ich mag ihn einfach nicht. Macht das Sinn? Ja, das ist okay. Du akzeptierst, dass der handwerklich und innovativ ist, aber er hat dir nicht gefallen. Das genau, ist ja in Ordnung. Genau, das meine ich. Das ist ja in Ordnung. Ja. Ja. Der Regisseur des Films hat übrigens nur diesen einen Film gemacht. Und den hat er mit einem Alter von 29 gemacht. Wow. Ja. Danach hat er nur noch so sich als Producer ein bisschen Drehbuchschreiber, macht heute andere Sachen. Aber das ist nicht schlecht. Ja? Ja, also wenn ihr Tron sehen wollt, kann ich nur empfehlen. Ja, also ganz ehrlich, Tron ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Der zweite Teil jetzt nicht so. Den habe ich auch nicht gesehen, aber der kam auch erst vor ein paar Jahren raus. Ja, genau. Mit einem, ja, etwas. Aber mit einem ziemlich geilen Soundtrack. Der Soundtrack, ja, ist gut. Der ist nämlich von Daft Punk. Der Chat weist gerade darauf hin, dass der De-Aging-Effekt von Jeff Bridges in Tron Legacy nicht so doll war. Das stimmt. Da hat man halt noch angefangen, mit De-Aging-Effekten rumzuspielen. Und ja, man hat auch den Look ein bisschen verändert und so. Aber ja, also der Soundtrack ist da das Beste dran. Ja. Ja. Was ich schade finde, weil eigentlich hätte das durchaus so ein bisschen so ein Potenzial, dass man da mehr draus machen
könnte, weil ich finde diese Grundidee eigentlich ganz spannend, so diese visualisierten Programme, wie die so miteinander umgehen. Mhm. Wenn dieses eine Versicherungsprogramm, der halt die ganze Zeit die Chancen ausrechnet und so. Und Ja, ich meine, im Hinblick auf diese Sache mit der Technologie und was wir heute halt an Technologie haben, wenn man das jetzt vergleicht mit den 80ern zu heute, dann war das schon sehr visionär gedacht, so in dem Sinne, dass intelligente Programme, dass es die geben wird und dass Intelligent Design und so einfach mal irgendwann so ein Ding ist. Ja, und wir haben nun mal jetzt auch schon solche interaktiven Dinge, die wir auch zu Hause benutzen, wenn man zum Beispiel Alexa nimmt oder Cortana, was man mit Sprache steuern kann und so, das hätte man sich in den 80ern doch nie träumen lassen können. Mich erinnert es gerade ein bisschen an die eine Black Mirror-Folge mit dem Dating-Programm. Ja. Wo man in der Dating-App sozusagen drin ist. Ja. Ja. So ein bisschen erinnert mich das. Also, von mir natürlich ganz klar Daumen hoch, John, muss man auf jeden Fall geguckt haben. Wenn ihr Disney Plus habt, ist er sowieso dabei. Bei Amazon kann man ihn ausleihen. So, das war Tron und dann kommen wir jetzt zu deinen Filmen. Ja, wir fangen erst mit dem vernünftigen Film an und danach kommt der lustige. Und da war ein Film dabei und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich wirklich froh, dass du den reingeworfen hast, weil den habe ich noch nie gesehen. Ich kenne das Theaterstück, ich habe das irgendwann mal mit Walter Giller gesehen, würde dir nichts sagen, aber die Älteren unter uns erinnern sich noch an Walter Giller. Ja. Ich weiß gar nicht, lebt er eigentlich noch? Keine Ahnung. Deswegen kannte ich den Plot, aber den Film habe ich nicht gesehen. Und zwar geht's um Mein Freund Harvey von 1950. Ja, genau. Und der Grund, warum ich diesen Film in das Glas reingeworfen habe, war, weil ich gehofft habe, dass du ihn noch nicht gesehen hast. Erstmal deswegen. Und weil es einfach ein großartiger Film ist. Ich habe den Film das erste Mal mit 18 gesehen und seitdem vielleicht ein oder zweimal irgendwann mal. Der wurde mir damals ausgeliehen und das passt sehr gut zu dem Film. Ich habe mit 18 gekellnert in der Kneipe bei mir in der Stadt damals, was mir großen Spaß gemacht hat. Und wie das so für Kneipen üblich ist, gibt es da natürlich auch Stammgäste. Und ich hatte einen super lieben Stammgast. Ich habe den echt richtig doll gemocht und wir haben uns richtig gut verstanden. Und der hat mir dann einen Tag mal so eine Tüte mit DVDs vorbeigebracht, mit Filmen, die er mir ausgeliehen hat. Und da waren Filme bei wie Fight Club, Memento, noch irgendwelche anderen. Und halt Mein Freund Harvey. Ja, das passte halt sehr gut, weil die Hauptfigur, die in Mein Freund Harvey zu sehen ist, die ist auch sehr gerne in Bars und in Kneipen und lüpft mal gerne ein, ja. Und das passte natürlich sehr gut zu meinem Stammgast dort in der Kneipe, der nämlich auch jeden Tag da war, um einen zu lüpfen. Also, worum geht's? Es geht um, also jeder hat bestimmt schon von dem Titel gehört. Ich glaube nicht, dass irgendjemand davon nicht gehört hat. Da bin ich mir und wahrscheinlich weiß sicher. Jeder auch, wer Harvey ist. Also Harvey ist ein 2,10 Meter großer weißer Hase. Und er ist der beste Freund von Elwood P. Dowd. Das Problem mit Harvey ist, keiner kann ihn sehen. Außer Elwood. Genau, außer Elwood. Kann ihn niemand sehen. Und deswegen glauben alle, dass Elwood halt einen an der Marmel hat. Ja. Und die Frage ist, hat er halt wirklich einen an der Marmel oder nicht? Naja, also ich würde ja da die Theorie aufstellen. Nein, also das ist die Frage am Anfang. Genau, das ist die Frage am Anfang. Aber ich habe da trotzdem eine Theorie. Und zwar, ich glaube, er hat jetzt mal abgesehen von Harvey trotzdem irgendwie ein bisschen einen an der Marmel. Naja gut, was heißt, er hat einen an der Marmel. Also Elwood hat sich nach einem... Er ist ein sehr besonderer Mensch. Ja, er hat sich nach einem Autounfall, das wird gleich am Anfang gesagt, hat er sich dazu entschieden... Also er ist dann ab dann ein bisschen sehr schrullig geworden, wobei man kann ihm man kann ihm eigentlich nichts vorwerfen, weil er ist geradezu unerträglich höflich. Ja, super mega freundlich. Super mega freundlich, lädt alle zu sich ein. Man kann nicht mit ihm streiten. Ja, er ist auch völlig ironiebefreit, also ähnlich, er versteht halt keine Ironie. Also wenn ihm ein Ich glaube, er versteht es, aber er geht nicht drauf ein.
Oder er geht nicht drauf ein. Also das wenn kann ihm halt ich mir echt vorstellen. Ein Kneipenbesucher sagt, er hat gerade mal Urlaub auf Staatskosten gemacht, dann fragt er ihn, ach, war's schön, wie lange denn? Ja, 6 Monate. Ach, war aber langer Urlaub. Ja, also dann kriegt ja, das ja aber, gar nicht mit. Aber so wie der... Wie der Herr Schauspieler das macht. James Stewart. Und im Gesichtsausdruck, da passiert schon ein bisschen was. Und so auch die Augen. Da bei solchen Sätzen habe ich immer das Gefühl, dass da so ein bisschen der Schalk im Nacken steckt. Und der diese Ironie einfach so übergeht und damit so spielt. Okay, ja. Das ist immer so mein Gefühl bei der Rolle. Okay. Ob das so ist oder nicht, weiß ich nicht. Das ist meine persönliche Interpretation. Ja. Also der Chat gerade fragt gerade, ob wir Mikros benutzen. Er muss auf laut drehen. Ja, wir benutzen Mikros, aber danke für den Hinweis. Dann müssen wir hier den Ausgangssound ein bisschen lauter drehen. Das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Okay, alles klar. Okay. Danke hier für den Hinweis. Ja, ansonsten geht's also weiter jetzt bei meinem Freund Harvey. Also der Harvey ist auch ein Mitglied der Upper Class. Ja. Und das passt natürlich dann überhaupt nicht, dass er halt so ein bisschen der Verrückte und der schwarze Schaf der Elwood ist. Der Elwood, ja. Das haben wir gesagt. Achso, haben wir gesagt, ja. Und da passt es natürlich überhaupt nicht, dass er der Elwood auch immer Harvey natürlich zu den Partys mitbringt und auch jedem ungefragt seinen besten Freund vorstellt. Ja. Und die Situationskomik will es dann eben immer, dass er eigentlich nie dazu kommt, irgendjemand Harvey vorzustellen. Ja, aber halt manchmal doch. Manchmal eben doch, ja. Verlassen die Partygäste... Genau. Sehr schnell die Party, weil sie dann doch, oh, ich habe was anderes vor, sagen. Und diejenigen, die bei denen es wichtig wäre, dass sie Harvey kennenlernen, die machen genau in dem Moment, wo er sich vorstellt, immer irgendwas anderes. Ja. Sie gucken nicht hin, das heißt, er interagiert auch immer mit Harvey. Also Harvey sitzt immer neben ihm und er stellt ihn dann vor und umarmt ihn mal und gibt ihm so einen mit. Und immer wenn er das macht oder ihm zuzwinkert, gucken die anderen halt gerade nicht hin, sodass es zu der... fatalen Verwirrung führt, dass nämlich nicht er für verrückt erklärt wird, sondern seine Schwester, die ihn eigentlich in die Klinik einweisen will und am Ende aber selber erstmal für eine Weile in der geschlossenen Abteilung landet. Ja. Zumindest für einen Tag. Aber mehr wollen wir von dem Film auch nicht verraten, nein, weil ich würde es euch wirklich sehr ans Herz legen, dass ihr euch Mein Freund Harvey mal anschaut. Ja. Das könnt ihr übrigens auf Amazon Prime, da könnt ihr euch den Film ausleihen. Genau. Und wir hätten, wenn ich das gewusst hätte, wobei ich habe mich nicht mehr daran erinnert, aber wenn ich den nochmal gucke, dann machen wir ein Trinkspiel draus. Und zwar immer sagt, dass er mal einen lüpfen will. Dann lüpfen wir mit. Mhm. Ja, also ich zumindest, du ja nicht so. Ansonsten kann ich übrigens nur empfehlen, schaut euch Filme mit James Stewart an. Fenster zum Hof, Glenn Miller Story und noch ein paar andere, guckt mal bei ihm. Filme mit Jimmy Stewart sind sensationell. Ja, ein wirklich sehr sympathischer Schauspieler. Das Fenster zum Hof habe ich übrigens gesehen. Ah, dann muss ich den wieder rausnehmen aus dem Glas. Hast du den da drin? Ja. Ach. Ja, ich hätte nicht gedacht. Ich weiß aber nicht, welche Version ich gesehen habe. Naja, hoffentlich die mit Jimmy Stewart, weil das andere braucht man sich nicht angucken. Ich weiß nicht mehr. Naja. Das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Vielleicht werfe ich auch noch Cocktail für eine Leiche rein. Huch, jetzt habe ich mich. Aber den müssen wir auch mal gucken. Gut, also von mir kriegt ihr natürlich einen Daumen hoch. Also man muss vielleicht noch sagen, es basiert auf dem Theaterstück und der Film kann zu keiner Zeit verleugnen, dass es ein Theaterstück ist. Also es ist wirklich so, ja. Abgang rechts, Auftritt links, ja. Tür zu, andere Tür geht auf, so klassisches Boulevardtheater. Oh, da hätte ich echt Lust, das mal zu spielen. Ich mache Myrtle May. Und deswegen braucht ihr vielleicht auch nicht den Film gucken, sondern wenn die Theater wieder öffnen und irgendwo bei euch in der Nähe kommt Mein Freund Harvey, kann ich euch nur empfehlen. Das würde ich auch gerne mal als Theaterstück sehen. Geht auf jeden Fall rein. Ja, ich sehe schon wieder Horden von Laienspieltruppen vor mir, die Mein Freund Harvey spielen. Aber okay, es könnte schlimmer sein. Also Mein Freund Harvey von mir auch einen Daumen hoch. Schaut euch den auf jeden Fall an. Ja, und dann war da halt noch ein Film. Ja, es ist ein Film, den ich dort reingeschmissen habe. Ja, der ist halt albern. Der ist halt super albern. Und das ist kein besonders hochwertiges Kino. Aber ich habe ihn trotzdem reingeschmissen, weil mein 13-jähriges Ich gesagt hat, los, schmeiß den Film da rein, wir müssen den mal gucken. Okay, und dann habe ich ihn geguckt und war... Gar nicht mal so, also ich habe nicht gedacht, was ein
Schmarrn. Also der hat damals super schlechte Kritiken bekommen. Also ich die durchaus auch bei, verstehen kann. Die bei Wikipedia stehen und so. Aber ich finde mit der Zeit, ich habe den schon öfter in meinem Leben jetzt gesehen und der kann mal halt so nebenbei laufen. Der ist einfach immer an manchen Stellen immer witzig. Also es geht um super süß und super sexy. Auf Englisch heißt der The Sweetest Thing. Ja, ein Film mit Selma Blair. Cameron Diaz und Christina Applegate. Ganz genau. In der Regie von Roger Campbell. Den habt ihr vielleicht einen Film von ihm gesehen. Der spielt selber ja auch mit. Und du hast die News-Termente am Vormittag dann noch geguckt. Ja. Nämlich Eiskalte Engel. Ja, ganz genau. So, den Film kenne ich. Ich fand den gar nicht so schlecht, Eiskalte Engel. Wobei der Soundtrack definitiv besser war als der Film von Eiskalte Engel. Und jetzt habe ich also dann auch mal super süß und super sexy gesehen. Und es war, ja, was soll ich sagen? Es war ein Erlebnis der besonderen Art. Ich habe dann irgendwann gesagt, der Film ist halt, also er sieht aus wie eigentlich eine Serie. Ja. Er fühlt sich auch an wie eine Serie. Irgendwie so, Sex and the City in ein bisschen billiger, ja, ein bisschen vulgärer. So wie oder How ein bisschen, I Met Your Mother, ja, so von der Art. Ja. Und zwischendrin kommen aber dann auch immer plötzlich Musiknummern, die kommen so out of nowhere. Ja. Plötzlich gibt, ich meine, dieser Penis-Song hatte einen gewissen Unterhaltungswert. Ja, vor allem, weil ich mir Horden von Amerikanern in dem Film vorsehe, die damit jetzt in dem Moment überhaupt nicht gerechnet haben. Und ich glaube, das war der einzige Grund, warum sie das halt auch gemacht haben. Ja, aber das kam halt so, huch, jetzt kommt plötzlich eine Musical-Nummer, okay? Okay, ja. Ja, und ihr müsst euch halt vorstellen, ich war halt auf einem Geburtstag von einer damaligen Freundin mit ein paar Mädels im Kino. Und wir waren also 13, 14. Und das war halt super lustig damals. Ja. Ne? Alle waren wir am Kichern und am Lachen, weil, haha, Penis. Ja. Das war halt mega witzig. Und ich verbinde den Film einfach mit Lustigkeit, mit Fröhlichkeit. Und es ist einfach eine lustige Geschichte. Das ist kein super toll gefilmter Highlight-Film. Nee. Aber für einen witzigen Mädelsabend oder generell für einen witzigen Abend mit einer Pizza, ja, dafür, kann man den einfach gucken. Dafür passt der. Aber dann würde ich halt, ja, ich würde halt andere. Man darf halt nicht. Ich alles so andere schon geguckt habe, würde ich den. Also, also er hat seine, jetzt müssen wir kurz noch sagen, worum geht's eigentlich? Also es gibt drei Mädels, die leben in San Francisco eben und alle drei, eine ist gerade verlassen worden, die anderen zwei sind Singles, wobei die eine, Christina Walters, gespielt von Cameron Diaz, ist halt, ja, verschlingt einen Mann nach dem anderen, beziehungsweise eigentlich tut sie das ja gar nicht, sondern sie spielt halt immer. Und das ist so das erste Element, das ist dann so ein bisschen wie bei Harry Meets Sally, ja, der, also guckt euch lieber den an, wo halt so Interviews geführt werden. Was aber so ein Element ist, was am Anfang kommt und am Ende kommt und dazwischen halt nie wieder, ja, okay. Und dann werden halt Ex-Verflossene oder Typen, die sie in der Disco angemacht haben und so, erzählen halt, wie schlecht sie von ihr behandelt worden sind. So. Und irgendwann, wie es kommen muss, lernt sie natürlich dann Typen in der Disco kennen und findet ihn dann ganz super. Und der lädt sie dann auch zu einer Hochzeit. Nein. Der Bruder lädt sie ein. Genau. Oder, beziehungsweise es wird halt gesagt, ja, hier die Hochzeit von meinem Bruder. Hier. Ja. So und so. Dann und dann statt. Und ja, Mädels kommt doch. Oder beziehungsweise sie ist halt da. Und das ist halt so der einzige Anhaltspunkt, wo sie dann wissen, wo der ist. Mhm. Weil sie hat sich dann doch in den Kopf gesetzt, Mist, hätte ich doch mal die Initiative ergriffen. Ja. Und dann gibt es einen kleinen Roadtrip. Genau, und dann gibt es einen kleinen Roadtrip, wobei er ist wirklich klein, also es ist kein Roadmovie. Ja. Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, das ist so ein ganz episodenhafter Film. Ja, eine Sketchparade. Ja, aber trotzdem liebenswert. Ich
finde den einfach lustig. Ja. Okay. Du darfst ihn lustig finden und ich habe auch 2-3 Mal gelacht. Ja. Ja, das stimmt. Du hast mehr als 2-mal gelacht. Ah, ja, aber 3-mal, 4-mal gelacht. Okay. Und der war auch definitiv nicht langweilig, wie jetzt vor Lions irgendwann so. Oh, ja, get over also ich muss sagen, ja. Also der Film war ja wohl 10-mal besser als vor Lions. Na gut, okay, der Teil ist natürlich, dann schon ein bisschen was dran. Aber es gibt natürlich wesentlich bessere Komödien, mit der man seine Zeit verbringt. Und ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen der Komödie Immer Ärger mit Bernie, die wir geguckt haben, und Super Season for Sexy, dann würde ich bei Immer Ärger mit Bernie bleiben. Aber es ist ja eine Rom-Com, ja. Auch gibt es bessere Rom-Coms. Ja, sag mir mal, welche? 4 Hochzeiten und ein Todesfall. Du darfst keine britischen Filme mehr nennen. Britische Filme sind fast immer besser, außer Four Lions. Ja, okay, aber Rom, also man kann über Hugh Grant sagen, was man will. Diese Rom-Coms hatten durchaus, also ich fand die About a Boy und Notting Hill und so, ich fand die lustig. Ja, die sind ja auch lustig. Ja. Das sind britische Filme, die sind natürlich sehr Wir hatten auch mal eine Zeit im Deutschen. Nenn mir eine amerikanische Rom-Com. Ja, die sind halt alle kacke. Ja, aber davon ist der hier noch einer von den lustigen. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel diesen einen Film nimmst mit Catherine Heigl und Gerard Butler, Die nackte Wahrheit zum Beispiel, der ist viel schlechter. Okay, ah doch, weißt du, wer gut war? Der mit Vince Vaughn und Jennifer Aniston hier, das Apartment. Ach ja, der war auch lustig. Der war ganz witzig, ja. Der war wirklich ganz spaßig. Ja, also von daher von mir super süß und super sexy. Ja, ich glaube, für das, was du gesagt hast, Mädelsabend und eine Pizza, da ist der bestimmt so. Ja. Für Jungsabend und Bier ist er eher so. Dafür nicht. Aber es war ja klar, dass ich halt auch mal so einen Film in das Glas schmeißen musste. Ja, vor allem, wir haben ja schon Filme gezogen und jetzt kommt erstmal ein bisschen schwere Kost. Ja, also es ist nicht so, dass ich nur witzige Filme reingetan habe. Also ich habe auch einen Film, wo ich gerade explizit dran denken muss, der wird auch heavy. Okay, na dann. Sind wir an der gespannt. Im Chat wird gerade gefragt, wer der Kerl in dem Film war. Und das kann ich dir sagen, der Hauptperson war gespielt von Thomas Jane. Ach, Jason Bateman hat auch noch mitgespielt. Ja, als sein Bruder. Fast gar nicht erkannt, genau, als sein Bruder. Ja, der hatte so einen Bart. Das hatte er sonst nie in Filmen. Ja. Und der Thomas Jane, der hat in letzter Zeit gespielt, muss man... Ja, der kommt mir sonst gar nicht so vor. Predator Upgrade war er dabei, den habe ich gerade angefangen. Ach stimmt, in Expanse, natürlich. Mein Gott, in The Expanse, ja klar. Ach. In The Expanse spielt er mit. Ja, ich weiß gar nicht, wo der sonst... Ja, eine ziemlich geile Sci-Fi-Serie, wo ich mich eigentlich heute noch ärgere, dass wir die nicht besprechen. Anstatt der Serie That Shall Not Be Named. Ja. Discovery. Nein, die andere. Ach so, Picard? That shall not be named. also von daher, ja, wie gesagt, für den Einsatzzweck, wo wir gerade gesagt haben, könnt ihr den gucken, da passt das auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, das waren die 4 Filme für heute. Von daher, vielleicht ist was für euch dabei. Ach so, super süß und super sexy. Gibt's auf Sky, wenn ihr Sky habt, ist der in der Mediathek. Ansonsten kann ich den bei Amazon leihen oder kaufen. Ja, stimmt. Das hatte ich ganz vergessen, weil ich habe den auf DVD. Und die DVD hat echt eine Kackquali. Ja. Das stimmt. Was ich noch sagen wollte zu dem Film, es ist einfach super toll. Der ist von 2002 oder 2003. Ja, und ist ein ganz tolles Beispiel für die Mode von damals. Ja, der ist wirklich so ein 2002er Mode. Das ist einfach so, das spiegelt einfach die Zeit so ein bisschen wieder, so mit der Mode. Das ist. Aber sie hatten schon Handys alle. Ja, aber es ist cool. Ja, so vom Look mag ich. Ja, das waren wie gesagt unsere 4 Filme für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Auch diejenigen, die jetzt das Ganze nachträglich als Podcast hören. Nochmal die Hinweise. Am 30.04. gegen 8 Uhr sind wir auf dem German Comic Con Kanal live und twitchen da zum allerersten Mal. Vielleicht, wenn der Michael und ich am Sonntag auch nochmal einen Test machen auf dem Nerdizismus Kanal. Keine Ahnung. Da müssen wir mal gucken. Und dann am 3.5. ist den ganzen Tag auf dem Comic-Con-Kanal, also von der German Comic-Con auf den ganzen Tag, die Comic-Con Home Edition. Und da werden wir die Interviews mit den Stars machen. Welche da sind, werden wir in den sozialen Netzwerken dann noch ankündigen. Ein paar sind schon angekündigt, also aus Walking Dead ist jemand dabei. Und Joss Gallington ist dabei, ein geiler Cosplayer. Leechy, Cosplayerin, ist dabei. Aus Gotham wird jemand dabei sein und so weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal den ganzen Tag im Stream zu hängen.
Und für alle, die jetzt noch sich denken, oh, was mache ich denn jetzt beim 5 vor 9? Dann geht doch mal rüber zu den Kollegen vom Discovery Panel. Die sind nämlich ab 9 Uhr live. Zwar jetzt nur mit Ton und nicht in Farbe und bunt wie wir, aber immerhin könnt ihr jetzt auf stream.studio-link.de/discopanel, könnt ihr jetzt also zum Discovery Panel rüberschalten, und der Andreas und der Sebastian werden heute eine Deep Space Nine, eine ihrer Lieblingsfolgen, besprechen und nebenher auch live googeln. Und dann, wenn ihr das also euch anhören wollt, dann unsere Empfehlung da. Und in diesem Sinne ja vielen Dank. Achso, wenn ihr Feedback uns da lassen wollt, dann natürlich an info@nerdizismus.de oder an die 0173 596 47709. Und ja, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal zur 10. Folge von Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Wieder 2 bis 4 Filme. Wir werden mal gucken, sehen, wie viel wir schaffen. Wann das sein wird, irgendwann in den nächsten Tagen, werden wir auf jeden Fall mal gucken. Und in diesem Sinne, ja, dann macht es mal jort und bis die Tage. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.